ja, wieder auf der einsamen Insel gestrandet und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Isoland. Für euch gestern her, für mich ist es ungefähr 3 Wochen her und ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Ich weiß gar nicht, habe ich noch den Flugmodus drin? Nee. Wir haben hier Pilze angepflanzt, wir haben das Inselchen recht gut ausgebaut und diesmal ist auch wieder der Wolke mit dabei. Hallo Wolke. Hallo. Ja. Oh mein Gott, ich muss kurz niesen. Yay! Super. Also ich hatte ja gerade die Aufnahme beendet, weil ich ja genießt hatte. Das wusste der Rücken nicht. Und jetzt habe ich gesagt, er soll nochmal Yay sagen. Und jetzt sind wir gerade gestartet. Hey! Was für eine Story. Yay! Yay! Wo ist die Sonne? Mann. Ich muss jetzt mal schauen. Die Sonne geht da auf. Ich glaube, dann müssen... Wir müssen ja als Endziel... Als totalen Endsieg hier... Oh mein Gott, ja. Müssten wir ja hier hin... Oh Gott. Hier war ja irgendwo so eine Fahr... Ah, guck mal, unten habe ich, glaube ich, was gesehen gerade. Was ist da? Ah, hier, seht ihr? Hier unter uns ist so eine Farm. Die müssen wir erreichen. Wie wir das machen, ist genau so, dass ich keine Ahnung habe. Ich wäre ja für einen genialen Glastunnel... Problem an genialen Glastunneln ist, Sand. Und den haben wir nicht in genialer Menge. Das ist schlecht. Wie baut man einen Tunnel unter Wasser, ohne dabei zu sterben? Prinzipiell erstmal schnell. So, ich gehe doch mal hier runter. Da habt ihr mal erstmal vollkommen die Orientierung verloren, wo ich überhaupt bin. Moment. Super Aktion gerade. Also, ich muss nach da. Das heißt, ich gehe jetzt mal so hier runter. Ich hoffe, ich falle dabei nicht. So. Ich bin ein Held, jetzt habe ich... Oh, nee. Wenn der Tunnel da ist, dann ist er okay. Jetzt habe ich kein Zeug mitgenommen. Ja, also der Grund, warum ich so ewig hier nicht mehr aufgenommen habe, ist der gewesen, ich habe ja Isoland aufgenommen im Zuge dessen, weil ich das Vorgänger-Let's Play beendet hatte. Und ganz kurz, ich muss nochmal die Aufnahme beenden, bis gleich. Da. Ich kränke gerade ein bisschen, das ist absolut nicht cool, liebe Freunde. Darum muss ich gerade nochmal auf unterbrechen. Jetzt nochmal das Ganze. Nicht coolio. Ja. Was habe ich gerade erzählt? Ich habe gerade irgendwas erzählt. Du bist krank. Hast Isoland lange nicht aufgenommen. Ah, stimmt. Ich habe Isoland lange nicht aufgenommen, weil ich dachte, ich hätte in The Night of the Rabbit aufgenommen zu Ende. Ja, ja, bla. Und dann ist mir aufgefallen, Mist, du weißt nur, wie das Ende ist. Hast aber vergessen, es aufzunehmen. Weil ich dann irgendwie keine Zeit hatte. Ja, dementsprechend habe ich dann auch aufgenommen. Oh, Mann. Hatte dann 10 Folgen Night of the Rabbit noch und hatte dann auch noch diese 11 Folgen hier von Isoland. Ja, das hat sich jetzt alles ein bisschen hingezogen und deswegen hat das alles gedauert. Big Pace Palm. Bam. Naja, das war so im Ganzen das, Ding dabei. Und... Ja. Jetzt habe ich nämlich halt wieder auf hier, weil ich jetzt ja... Das wisst ihr auch noch nicht. Und zwar habe ich ja ein Info-Video gemacht, dass ich wahrscheinlich auf die Gamescom gehe. Das war auch geplant. Wir haben auch versucht, Karten zu bekommen. Aber zu spät. Da hätten wir über einen Monat vorher die Karten bestellen müssen. Und dann haben wir ewig geschaut, ob wir irgendwo noch andere Karten kriegen. Wir hätten auch für teureren Preis welche angenommen. Die waren aber alle überteuer für so 50, 60 Euro pro Tag. Und da haben wir uns gedacht, also das muss man uns echt nicht geben für Gamescom. Und haben dann entschlossen, jetzt in Urlaub zu fahren, woanders hin, nach Waren. Da gibt es einen coolen Zeltplatz, bla bla. Ja, deswegen wird es mit der Gamescom wohl kein Video geben, finde ich ziemlich schade. Ich wollte euch mal die ganzen Leute so treffen, so Kelly, Gronk und was weiß ich nicht alles. Aber... Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau, gibt es auch noch eine Gamescom, hoffentlich bin ich da in Deutschland. Und dann... Wir haben halt da versuchen zu bekommen und werden dann nicht 3 Wochen vorher versuchen, eine Karten zu besorgen. Sondern ruhig mal 2 Monate vorher. Für Zombies. Wäre schlau, ja. Das heißt, hier müsste eigentlich eine Höhle irgendwo sein. Oh,
Das Lustige ist hier auch überall Zombies. Ja, der Wolke spielt gerade ein Zombie-Spiel nebenbei. Der sitzt ja nicht neben mir, der kommentiert über Steam mit. Genau. Na du? Ich sehe da über mir Erde, das macht mir latent Angst. Moment, warte mal. Wieso macht dir das Angst? Weil es eventuell die Stelle sein könnte, wo ich hin muss. Das ist doch gut. Keine Ahnung. Mir macht die Stelle irgendwie Angst. dann entferne das. Aus dem Grunde, dass ich einen Zombie an der Stelle höre. Dings. Okay. Das sieht auf jeden Fall sehr nach der Stelle aus, wo wir hin müssen. LOL, was ist denn das? Ist das Obsidian? Echt jetzt? Das ist mit Obsidian geschützt. Was soll das denn werden? Wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Wow, Wasser, Wasser, oh mein Gott. Scheiße, sind das viele hier. Oh, erstmal schnell wegfahren. Okay, ich habe den Käfig gefunden, komme aber nicht durch, weil es Obsidian geschützt ist. Beste Voraussetzung. Ich komme schon durch, die Frage ist, ob ich das Obsidian einfach so abbauen darf, ohne dass mir da... Na, ich brauche das ja später noch. Gut. Du spielst Isoland, ne? Ja, ja. Oder wie war das? Genau. Ja gut, dann werde ich da muss man echt aufpassen, was man abbaut. In die Tiefe gehen müssen, weil ich brauche dann irgendwo noch Steine her. Quatsch, Steine. Na, wie heißt es denn? Diamanten. Na gut, dann auf in die Tiefe. Oh mein Gott, ich werde mich wahrscheinlich öfters im Display schneuzen müssen. Ich werde langsam krank, das ist echt unschön. Und hier sitzt eine Kuh. Warum auch immer eine Kuh hier ist. Weil Kühe voll cool sind. Voll Kuh meinst du? Voll Kuh. Das Ding ist voll Kuh. Okay, jetzt befinde ich mich auf einer Diamantenebene. Du darfst ruhig weichen, Kuh. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich Diamanten finde. Ich finde Wasser. Okay. Noch mehr Wasser? Ich muss sagen, die Zustände hier in der Stadt sind katastrophal, ey. Ah, so. Boah, es ist so nervig, wenn man so krank ist und versucht aufzunehmen. Glaub mir, es ist allgemein sehr nervig, krank zu sein. Ja, ich versuche ja irgendwie mich nicht zu räuspern oder so, damit das ja halbwegs vernünftig klingt, aber ich glaube, ich werde das jetzt gleich mal abbrechen müssen und mir vorhin Tee reinzimmern müssen oder so. Das geht ja gar nicht, so kann ich ja nicht aufnehmen. Tee reinziehen. Und das Schlimme ist, ich brauche die Folgen jetzt unbedingt, deswegen, ja, habe ich eigentlich ein bisschen Zeitdruck. Weil der Wolgi, der wird ja dann die Folgen veröffentlichen in der Zeit, wo ich weg bin. Versucht das zumindest. So gut das geht, ja. Und deswegen muss ich alles vorproduzieren schon mal für ihn. Oh, ich habe Erde gefunden unter der Erde und im Stein. Das ist sehr gut. Ich brauche nämlich die Erde. Normalerweise würde ich mich nicht so über Erde freuen, aber hier in Isoland ist die Erde ja ziemlich rar. Deswegen nehme ich da alles mit, was ich kriegen kann. Und sogar noch Kohle ist hier, na das ist doch super. So. In dem Shader ist ja natürlich alles ein bisschen dunkel geworden in dem Höhlensystem. Höllensystem. Höllensystem? Habt ihr Eisnacken? In dem höllischen Höhlensystem. Deine Witze sind mega schlecht.
was so schlecht wie meine. Mindestens so schlecht, ja. Dann höre ich mich die ganze Zeit doppelt im Hintergrund, das hört der Zuschauer wahrscheinlich nicht, aber ich höre mich so ganz leise im Hintergrund nochmal labern. Das ist echt toll. Wieso das denn? Weiß nicht, meine Stimme kommt bei dir irgendwie so eine Sekunde verzögert an oder so. So ganz sachte im Hintergrund hauche ich dir ins Ohr. Das höre ich ganz eindeutig. Okay, stopp. Stopp, halt, so war das nicht geplant. Dafür werde ich nicht bezahlt. Ui. Es ist ja schon seit einigen Folgen bekannt, dass der Wolke natürlich für alles bezahlt wird, was er hier macht, weil keiner tut sich das ja freiwillig an. Ist richtig. Das war schon damals in Folge 13 oder so, der Wolke ist nur hier, zum, weil er bezahlt wird. Ja. Du gar nicht wissen, wie lange du nicht mal bei Minecraft, beim richtigen Minecraft-Let's Play dabei warst, du da wirklich neben mir gesessen hast oder so, das muss bestimmt schon 300-400 Folgen her sein. Du fehlst ja, mir so! Oh, heute nicht rum, Junge! Jetzt muss ich erstmal nach oben. Mir ist nämlich der Stein, das Holz alles ausgegangen. Und somit auch die Fackel. Es wird wieder Tag. La. Ich glaube, ich werde ihm alles wegzimmern. Damit ich hier nicht so oft anstoße. So. Du stehst an, mit was stehst du denn an? Ich habe gewusst, dass dieser Witz jetzt kommt. Es war mir so klar, dass so ein Witz jetzt fliegt. Du bist so durchschaubar. So durchschaubar wie deine Unterwäsche. So was darfst du doch nicht erzählen. Oh doch, mein Guter, das müssen wir erzählen. Boah. Okay. A little bit too crazy for me. Ich lande hier irgendwann mal richtig auf der Fresse bei der Treppe, das weiß ich jetzt schon. Also wie die gesichert ist, links und rechts, Meter tief nach unten, Kilometer tief nach unten. Und dann fliege ich immer richtig auf die Fresse. So. Da haben wir Holzkohle noch drin, das ist sehr gut. Da kann ich gleich mal das Eisen brennen, denn das werden wir brauchen. Hab ich denn noch? Ich habe noch Eisen. Ne. 3 Eisen. Holz haben wir gar keins mehr, sehe ich gerade. Aber Zombies. Zombies sind da. Cool. Kein Holz mehr? Alles hatte ich hier drin. Ja, das ist aber... Na ja, gut. Ein Holz. Das ist, wow, ein Holz. So ungefähr freue ich mich. Für. Yay! Stirb! Stirb! Alter, das ist viele Zombies, das gefällt mir. Der Creeper muss natürlich wieder seine Extrawurst spielen und lange überleben. Academy. Super, das war auf jeden Fall gut. Wenn er sich hier mal schnell das Zeug hier noch ab, dann kann nämlich die Creeper eventuell nochmal neu spawnen oder was doch immer spawnen möchte. Da haben wir auch hier bald. Bald haben wir unser Weizenfeld auch vollständig, das gefällt mir auf jeden Fall. Habe ich jetzt keine Knochen bekommen von den Viechern? Die werden auch immer geiziger, die Zombies. Also weißt du, es ist, in manchen Spielen ist es echt ein Problem, wenn man so viel Zeug sammelt. Ja, kenne ich, Minecraft. Cube World. Was haben wir noch alles so gespielt, wo man viel Zeug sammeln musste? Ich komme gerade nicht auf das letzte Spiel, was ich gezockt hatte, so übelst perfide. Aber wie hieß denn das, was Dragon Prophet? Auch ja, das haben wir auch, das wollen wir wieder aufnehmen, lieber Wolke. Ja. Die Dragon Prophet Folge für dieses Wochenende wird wahrscheinlich am Freitag von mir veröffentlicht, liebe Freunde, weil ich ja schon am Samstag weg bin im Urlaub, deswegen wird die höchstwahrscheinlich da schon früher. Ach, der Mond geht jetzt unter, okay. Veröffentlicht, damit der Wolke nicht allzu viel veröffentlichen muss.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass noch ein paar Zombies gespawnt sind kurz, aber ich glaube es eher weniger. Ja, es sind genau 0,4 Zombies gespawnt. Super. Läuft bei dir. Aus der Hose, ja. Das will ich jetzt gar nicht so genau wissen. Nicht? Verstehe ich jetzt aber nicht. Nein. So. Dann pflanzt man hier mal alles ein, was wir an Bäumen irgendwie haben. So, 3 Milliarden Bäume. Ich glaube, das sollte einer wachsen. Dann tun wir den Kakteen mal kurz abernten, wenn wir einmal dabei sind. Irgendwas zu ernten. Ich weiß zwar nicht, wofür die Kakteen später noch brauchen können, aber... haben ist erstmal wichtig. Ist ein ständiges Geben, es ist ein ständiges Nehmen und noch mehr Nehmen. So. Aua, es hat weh. Weizen, oh, siehst du mal, da ist schon wieder Weizen fertig. Und dieser kredenzte mir doch wirklich gleich 3 neue Weizen. Das gefällt mir. Ich find's gerade echt ein bisschen arm von, sehr gut. Von den Zombies, dass sie mir keinen Zeug gegeben haben. Das finde ich echt ärmlich gerade. Naja, wie du festgestellt hast, das werden auch immer geiziger. Die haben Zombies, halt auch nicht mehr so viel Code. Die Zombies waren auch immer das, was sie immer waren. Mir wird, bei mir wird's gerade lebensmitteltechnisch echt ein bisschen knapp, das merke ich gerade so hier. Also lebensmitteltechnisch, da standen wir mal besser da. Oh, so lebensmitteltechnisch, das war der erste Mal, was machen? Ich überlege gerade, wie ich jetzt die Insel fortsetze. Also ich meine, ich möchte ja schon eine grüne Insel haben. Andererseits wird das wahrscheinlich gar nicht anders gehen, dass ich viel Stein bastel. Aber ich hoffe, dass ich viel Holz mit einbasteln kann in die Insel so.